Ich bin Simon. Und ich freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten zusammen verbringen. Sie brauchen alle Ihre Headsets für die Übersetzung. Und ich kann Ihnen allen nur gratulieren. Ich glaube, Griechenland hat wirklich etwas von einem Forever Living Paradies. Ich sitze ja schon eine Zeit lang hier vorne und ihr habt unglaubliche Führungskräfte, Manager, die innerhalb von 4 Monaten, 6 Monaten die Managerposition erreichen. Ihr habt fantastische Personen als Managing Direktoren, die die Schritte von euch hier leiten. Also eine gewaltige Möglichkeit für jeden von euch, wirklich aus diesem Feuerwehrgeschäft das rauszuholen, was du rausholen möchtest. Mein Name ist Rolf Kipp, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ich habe vor über 15 Jahren die Möglichkeit mit Forever Living kennengelernt. Und das ist möglicherweise das Einzige, was uns unterscheidet, dass ich einfach ja, vor einigen Jahren länger schon diese Chance bekommen habe und deshalb auch schon ein Stück weiter bin. Das, worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass jeder von euch, so wie ihr hier seid, dieselbe Chance hat, dasselbe zu erreichen. Eher die Chance hat, noch Größeres zu erreichen, denn in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach gesunder Ernährung, nach gesunder Körperpflege, nach einem sicheren Job, einem sicheren Arbeitsplatz noch viel größer geworden, als das, was ich vor 15 Jahren vorgefunden habe. Heute gibt es Menschen, die darüber erzählen können, wie Erfolg mit Forever Living Products für jeden möglich ist. Heute gibt es fix und fertige Konzepte, fix und fertige Trainings, Werbematerialien, alles, was du wirklich brauchst, die beste Plattform, um dein eigenes Geschäft aufzubauen, egal in welcher Größe. Und sicherlich sind diese Zahlen, die man jetzt gerade gesehen hat in diesem Video, es sind Einkommensgrößenordnungen, von denen ich ja vor 15 Jahren auch gar nicht gewagt habe, überhaupt zu träumen, wo ich überhaupt nicht gedacht habe, dass das überhaupt möglich ist, mal so viel Geld zu verdienen. Ich habe es gehofft. Ich habe es mir gewünscht und ich war bereit dafür, sehr viel zu tun, sehr hart zu arbeiten. Aber schließlich und endlich hat es dann doch nur 5 Jahre gedauert, um diesen ganz großen Erfolg zu erreichen. Nur 5 Jahre, um bei Forever Living Products die Nummer 1 zu sein und das bin ich schon seit vielen Jahren. Und ich habe früher ja auch da unten gesessen und habe zu denen hier oben hochgeschaut und habe gesagt, das ist toll, dass du hier oben erfolgreich bist, aber schön wird es ja, wenn ich, der da unten sitzt, erfolgreich werde. Und das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin. Um dir einfach zu erzählen, dass es möglich ist, um dir persönlich zu erzählen, dir persönlich, jedem Einzelnen zu erzählen, wie es möglich geworden ist. Und jedem von euch einfach auch zu sagen, es ist für dich möglich. Du musst es einfach nur machen. Ich will kurz so ein bisschen meinen persönlichen Werdegang beschreiben, damit jeder von euch versteht, dass an mir sicherlich nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass ich ein Mensch bin wie jeder von euch, dass ich wahrscheinlich dieselben Ängste habe, dieselben Sorgen, vielleicht nicht mehr alle, weil viele sind verschwunden über die Jahre und mit dem bekommenen Erfolg, aber dass ich sicherlich keine anderen Voraussetzungen hatte für dieses Geschäft, wie sie jeder einzelne von euch auch hat. Wenn ich mal zurückblicke bei mir, den Kindergarten habe ich noch sehr erfolgreich abgeschlossen. Als ich dann in die Schule gekommen bin, war es schon schwieriger. Ich habe 2 Anläufe gebraucht, um dann meinen Schulabschluss zu machen, um dann studieren zu können. Ich war in meiner Berufsausbildung im Verkauf nicht besonders erfolgreich. Und ich war eigentlich sehr unzufrieden mit meinem Leben, weil ich nicht wusste, wo soll es eigentlich hingehen. Und wie kann ich diese Träume und Wünsche, die ich habe für mein Leben, für meine Familie wirklich realisieren? Es gibt keine Zufälle im Leben und deshalb sage ich, es ist kein Zufall, dass wir heute hier zusammensitzen und dass ausgerechnet du heute mit dabei bist und wir uns hier kennenlernen. So habe ich auch Forever nicht per Zufall kennengelernt, sondern ich denke, es hat irgendeinen Grund gehabt. Oftmals müssen ja außergewöhnliche Dinge im Leben passieren, damit man einen anderen Weg einschlägt und die Richtung verändert. Bei mir ist es so gewesen, dass meine Mutter damals sehr krank gewesen ist. Sie war Dialysepatientin, das heißt, sie war nierenkrank und hing an der Blutwaschmaschine. Und mein Vater hatte Krebs. Das heißt,
heißt, zwei Menschen, die mir sehr viel bedeutet haben und bedeuten, die leider in der Zwischenzeit beide verstorben sind, aber zu der Zeit eben sehr krank gewesen sind und die ganze Familie war immer auf der Suche nach Produkten, Medikamenten, irgendetwas, was gut tun kann, was helfen kann und was gegen die Prognose der Ärzte vielleicht das Leben meiner Eltern noch ein bisschen verlängern. Denn auf der Suche nach solchen Produkten bin ich auf Forever Living Products gestoßen. Das heißt, ich bin ein wirkliches Produktkind von Forever. Das Geschäft hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war damals in einem guten Angestelltenverhältnis, ich habe gutes Geld verdient, nicht das Geld, was ich verdienen wollte, und bei weitem nicht. Ich hatte auch gar nicht genug Zeit, um irgendwie große Dinge im Leben zu bewegen. Ich hatte einen 10, 12, 14-Stunden-Tag in der Sportartikelbranche und habe recht gut verdient. Ich habe die Produkte kennengelernt und habe gesehen, wie gut die Forever-Produkte bei meinen Eltern wirken. Mein Vater ging es etwas besser, meine Mutter ging es etwas besser. Beide haben gegen die Prognose der Ärzte viel, viel länger gelebt, als sie ursprünglich vorhergesagt wurde. Sicherlich auch dank der Produkte von Forever. Ich habe Forever-Produkte selber ausprobiert und an mir gab es aber nicht viel zu reparieren. Ich war nicht krank. Ich habe einfach nur gelernt, ich kann ein bisschen schneller rennen, ich kann ein bisschen höher springen und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ich in den letzten Jahren mal krank gewesen wäre. Mir geht es gut, ich bin nicht ganz oben, ich bin nicht ganz unten, ich bin immer in einem so guten Gleichmaß und marschiere so durchs Leben. Aber die Produkte haben mir wirklich gut getan. Und ich habe dann etwas gemacht, ich habe mir ein Buch gekauft. Damals gab es, vor 15, 16 Jahren gab es in Deutschland ein Buch über Aloe Vera. Was mich begeistert hat, dass genau in diesem Buch das Unternehmen Forever Living Products auch namentlich erwähnt war. Also das einzige Buch über Aloe Vera und der weltweit größte Anbauer, Verarbeiter und Vertreiber wird da erwähnt. Wobei es ein neutrales Buch war, es hat überhaupt nichts mit Forever zu tun gehabt. Als ich das gelesen habe, was diese Pflanze wirklich kann, habe ich gesagt, jeder Mensch müsste eigentlich wissen, dass es solche Produkte gibt. Aber niemand kannte das. In Deutschland schon überhaupt nicht. Und wenn ich Leute gefragt habe, kennt ihr Aloe Vera, waren es meistens die Frauen, die gesagt haben, ja, kenne ich, aber aus der Kosmetik. Niemand wusste, dass man das essen oder trinken kann. Eigentlich war es meine damals schon 70-jährige Mutter, die angefangen hat, das Forever-Geschäft zu betreiben. Wir haben uns registrieren lassen bei Forever. Und meine Mutter war diejenige, die mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen hat, wie gut ihnen die Produkte schmecken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir ein solches Geschäft nicht vorstellen. Ich hatte studiert, Betriebswirtschaft.